Servus Leute, letztes Mal habe ich ja hier auf meinem TRX für Sport dieses Deep Terror Kettenset von Traxxas montiert. Das Ganze hat eigentlich echt gut funktioniert, hat echt richtig Spaß gemacht, damit im Schnee zu crawlen. Leider war der Lenkservo ein bisschen überfordert. Das Ganze hat natürlich mit diesen Ketten mit der Lenkung nicht so doll funktioniert und nach kurzer Zeit hat er leider auch dann den Geist aufgegeben. Deswegen muss ich heute nochmal ran, sozusagen der zweite Teil meines Umbaus. Und ich habe mir ja für heute mal einen noch stärkeren Servo besorgt, einen 46 Kilo JX Servo. Den werde ich da heute mal einbauen und wenn ich eh schon dabei bin, damit man den Servo leichter verbauen kann, habe ich ein Messing-Upgrade-Teil gefunden. Das werde ich heute auch gleich einbauen. Und anschließend fahren wir natürlich draußen mal eine Runde und testen das Ganze. Ja, Freunde, wie gesagt, werde ich heute wieder ein bisschen an meinem TRX für Sport basteln. Ich möchte endlich diese Lenkung hier ordnungsgemäß zum Laufen bekommen. Damit das mit den Ketten hier gut funktioniert, habe ich mir jetzt einen noch stärkeren Servo besorgt. Einen JX-Servo mit 46 Kilo Stellkraft bei 7,4 Volt. Den Servo hat auch ein Bekannter von mir bei seinem TRX4 verbaut und ja, hat den auf 7,4 Volt laufen und der lenkt mit den Ketten bei ihm wirklich 1A. Ich habe jetzt allerdings bei mir nur 6 Volt. Ich habe ja dieses BEC drin, das meinen Servo versorgt und das hat nur einen 6 Volt Ausgang. Aber selbst bei 6 Volt hat der Servo hier immer noch 37,5 Kilo Stellkraft, was immer noch viermal so viel ist wie der Originale und immer noch doppelt so viel wie der Trackstar Servo, den ich vorher verbaut hatte. Also mit dem, denke ich, sollte das jetzt ganz gut funktionieren. Der hat auch ein schönes Aluminiumgehäuse, ist ja für die Kühlung, denke ich, auch nicht schlecht. Und passend dazu habe ich mir auch ein Servohorn hier besorgt, damit ich hier ein Alu-Servohorn verbauen kann. Und dann haben wir hier noch dieses Messingteil. Übrigens habe ich die ganzen Teile, die ich jetzt hier in dem Fahrzeug heute verbaue, auch wie immer in die Videobeschreibung reingemacht. Da findet ihr die Links. Falls ihr da Interesse habt, könnt ihr mal gucken, was die Teile kosten und wo ihr die kaufen könnt. Gibt es natürlich auch bei anderen Shops, aber da seht ihr mal, wo ich diese Teile her habe. Dieses Messingteil ist, wie gesagt, ein richtig schön gearbeitetes Frästeil, sieht richtig gut aus und damit kann man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn der TRX für Sport neigt bei mir immer am Hang ein bisschen zum Überkippen, also da geht dann die Front ein bisschen hoch und dann kippt er immer nach hinten. Dieses Teil hat jetzt 95 Gramm, ist schon schwer, wenn man das so in der Hand hält, aber 95 Gramm ist eigentlich trotzdem nichts. Aber das Tolle bei diesem Teil ist, das kann man jetzt hier vorne, wo die Stoßstange reingesteckt ist in dieses Plastikteil, kann man das da reinbauen. Das originale Plastikteil kommt raus, das kommt dafür rein. Und das Tolle ist, man kann auch hier gleich den Servo draufbauen, so kommt das Servogewicht und diese 95 Gramm von diesem Messingteil kommen hier ein bisschen nach vorne. Das verschiebt also den Schwerpunkt am Fahrzeug ein bisschen nach vorne und dann sollte der TRX für Sport vielleicht nicht mehr so extrem nach hinten kippen am Berg. Und das Tolle ist mit diesem Servo, ich habe ja letztes Mal den Servo hier ein paar Mal aus- und einbauen müssen, weil das Servohorn von der Position nicht gepasst hat und da kommt man unten extrem schlecht hin, finde ich. Und ja, besser ist es, man baut den Servo aus, setzt das Horn ein bisschen um und baut das Ganze wieder ein. Das ist echt recht fummelig und das kann man hier, wie gesagt, auch gleich ein bisschen umgehen, weil man hier vorne den Servo draufbauen kann und dann kommt man von unten viel besser hin, um dran zu arbeiten. Und das werden wir jetzt mal hier angreifen. Zuerst mal muss natürlich der noch nicht so alte, aber leider defekte 21 Kilo Servo raus. Da habe ich ja jetzt schon etwas Übung drin, also mal schnell das Kabel abgesteckt und die vier Schrauben am Servo und unten eine Schraube am Lenkgestänge rausgedreht und schon ist der Servo auch wieder ausgebaut. Als nächstes fliegt dann noch dieses Kunststoffteil in der Front raus, durch das ich ja so wunderschön meine Kabel durchführen musste. Sind ja auch nur vier Schrauben und dann ist dieses Teil auch raus. Anschließend kann man dann auch schon die zwei Schrauben rausdrehen, mit denen die Stoßstange befestigt ist. Dann fehlt nur noch das kleine Plastikteil, in dem die Stoßstange gerade noch befestigt war. Hier müssen auch nur jeweils links und rechts zwei Schräubchen rausgedreht werden. Dann kann man das Teil einfach nach vorne rausziehen. An dieser Stelle wird jetzt der Messing Servo Mount eingebaut. Ich muss schon sagen, das Teil ist wirklich super passgenau. Das ist absolut präzise gearbeitet und passt wirklich perfekt. Bei diesem Messingteil werden im Lieferumfang auch neue Schrauben zur Befestigung der Stoßstange sowie für den Mount selbst mit dabei gewesen. Ich habe aber hier wieder einfach meine alten Schrauben verwendet.
Zu guter Letzt kommt jetzt der neue, schicke 46 Kilo JX Servo zum Einsatz. Dieser wird nun mit den alten Traxxas Servoschrauben auf dem Messing Servomount befestigt. Auf die mitgelieferten Gummipuffer habe ich hier verzichtet. Das hat mir so einfach irgendwie besser gefallen. Von unten wird dann nur noch das Alu-Servohorn auf den Servo und das Lenkgestänge wieder festgeschraubt. So, die Teile sind verbaut. Alter Servo raus, neuer Servo rein, zusammen mit diesem Messingteil. Das ging echt ratzfatz. Und wenn man jetzt mal guckt, wie schnell dieses Servo ist, brutal. Und ich denke auch, mit der Stellkraft dürfte es jetzt keine Probleme mehr geben mit den Ketten. Und das nur bei 6 Volt. Da bin ich jetzt schon richtig gespannt, wie das draußen funktioniert. Und deswegen schnappe ich mir jetzt meine Jacke. Und dann sehen wir uns gleich draußen zu einer kleinen Testfahrt. So, Freunde, jetzt sind wir hier draußen. Recht viel Schnee liegt ja nicht mehr. Der ist schon ziemlich weggeschmolzen. Es ist immer wieder so ein bisschen am Regnen. Aber eine kleine Runde können wir schon fahren. Jetzt mit dem neuen Servo. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, ob das Ganze jetzt ein bisschen besser ist. Ja, das beste Wetter haben wir uns jetzt nicht ausgesucht. Aber ein bisschen Regen schadet dem Crawler überhaupt nicht. Und wir sind ja nicht aus Zucker. Und der Junior hat ein bisschen Spaß und kann ja ein bisschen rumprobieren. So, dann schauen wir mal hier, wie das Ganze jetzt hier funktioniert. Ich sage ja, viel Schnee haben wir jetzt nicht mehr, aber so ein bisschen testen können wir schon mal. Ein bisschen geht die Karo hier immer an. Und jetzt versuche ich mal hier ein bisschen zu lenken. Also das ging halt vorher überhaupt nicht, wenn man jetzt hier auf der Stelle irgendwo gelenkt hat. Da hat sich nicht mehr viel getan. Und das braucht man eigentlich beim Crawlen schon, wenn man jetzt hier vor allem mit den Ketten irgendwo hinfahren möchte. Dass man jetzt hier noch ein bisschen rumlenkt, ne? Ja, also ich würde sagen, das funktioniert ganz gut. Auch beim Rückwärtsfahren, sieht gut aus. Muss ich mal hier umrangieren. Also der Servo ist schon brutal. Wie gesagt, nur auf 6 Volt. Kann man hier einmal frei lenken, ja. Ja, also auch der Junior sagt, die Lenkung funktioniert viel besser. Der Profi-Crawler hier unter uns. Der darf heute das Auto testen. Ja, wie man sieht, wird die Lenkung hier richtig ausgiebig getestet gleich. Jetzt müssen wir da links hoch, glaube ich. Das ist halt das Schöne, man braucht hier eigentlich gar nicht weit gehen. Man kommt hier überall rucki zucki an Stellen im Wald, wo man hier ein bisschen rumprobieren kann. Also hier würden die Räder, schätze ich mal, schon versagen. Das ist jetzt schon eine schwierige Stelle. Da haben halt die Ketten hier überhaupt kein Problem. So, und wie ihr seht, auch umdrehen, kein Problem.
Fahren wir hier nochmal hoch. Oh. Ob jetzt dieses Messinggewicht viel bringt, das kann ich jetzt noch momentan nicht sagen. Das müssen wir jetzt mal austesten, wenn wir hier vielleicht wieder in unsere House-Crawler-Strecke in Anführungszeichen fahren. Da gibt es ein paar sehr steile Berge. Das hier ist zwar auch ziemlich steil, aber noch nicht so steil, dass er jetzt hier nach hinten umkippen würde. Aber ich denke, dass das auf jeden Fall schon ein Stückchen besser ist mit diesem Messinggewicht vorne. Der Servo ist jetzt auch nach vorne gerutscht, da ist das ganze Gewicht einfach an der Front ein bisschen größer, höher, ein bisschen mehr. Und wie ihr seht, also funktioniert das hier mit dieser Lenkung, auch mit dem Servo mit nur 6 Volt, wunderbar. Man könnte natürlich auch noch jetzt einen anderen Regler reinbauen, der 7,4 Volt bringt, und dann ist das Ganze natürlich noch um einiges stärker. Aber ich finde, so hat sich auf jeden Fall der Umbau gelohnt. Jetzt kann man wenigstens hier so fahren mit den Ketten. Ja, also wie gesagt, ich finde, dieser Servo ist auf jeden Fall sein Geld wert, auch wenn er ein bisschen mehr kostet. Ich bin auch echt am Überlegen, ob ich nicht vielleicht einen anderen Regler reinbaue, einen 1080 von Hobby Wing oder vielleicht gleich eine Fusion Combo. Mal gucken. Für dieses Jahr ist noch einiges geplant mit dem Auto. Wie gesagt, bleibt es auf jeden Fall dran. Da werden noch ein paar Umbauvideos kommen. Und ja, wenn euch das Ganze geholfen oder gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Bastelvideos und natürlich Crawler-Videos und alles, was das RC-Hobby so mit sich bringt. Und wir gehen jetzt langsam nach Hause, das Wetter wird nicht besser. Wir sehen uns das nächste Mal, bis dahin, haut's rein, macht's es gut, Servus, pfiat's euch.